Fünf Anzeichen dafür, dass dich jemand aus dem Jenseits kontaktieren will. Wenn Verstorbene nicht loslassen können. Der Tod ist immer traurig und schmerzhaft für diejenigen, die zurückbleiben müssen. Für die Verstorbenen selbst müssten wir uns eigentlich freuen. Sie haben diese Reise hinter sich gebracht, eventuell einen langen Leidensweg endlich beenden oder ihn mit einem schnellen Tod gar umgehen können. Wer spirituell seine Mitte gefunden hat, weiß, dass der Tod nicht das Ende unserer Geschichte ist. Er ist lediglich der Beginn eines neuen Kapitels. Je gläubiger und je stärker beheimatet wir in einer transzendentalen Weltanschauung sind, desto leichter fällt uns das Leben mit dem Tod. Er gehört im Prinzip zu uns dazu, wie die Luft, die wir atmen und der Himmel, in den wir jeden Tag blicken. Doch heute möchten wir deinen Blick einmal auf eine andere Sichtweise des Sterbens lenken und dir aufzeigen, dass auch Verstorbene nicht immer glücklich mit ihrem Los sind. Viele Menschen berichten, dass sie von ihren Lieben nach deren Tod kontaktiert und im wahrsten Sinne des Wortes heimgesucht werden. Warum das so ist und woran du es bemerken kannst, dass jemand aus dem Jenseits mit dir in Kontakt treten möchte, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Musik tritt als universeller Vermittler auf. Die Klänge eines Liedes oder eine bloße Melodie können uns nun eine andere Zeit zurückversetzen, an einen bestimmten Ort und in die Gegenwart eines Menschen natürlich auch. Paare, die sich Jahre oder gar Jahrzehnte lang ein Lied, ihr Lied, geteilt haben, werden diese charakteristische Klangwolke immer und überall erkennen. Stirbt ein Partner dann, bleibt die Musik als ewiges Bindeglied. Es ist daher kein Wunder, dass wir hinter bestimmten Songs und Melodien eine versteckte Botschaft zu erkennen glauben. Manchmal sind diese Klänge auch so hartnäckig und holen uns immer wieder ein, dass auch kritische Geister nicht mehr an bloße Zufälle glauben können. Musik dockt in einem Bereich unserer Wahrnehmung an, der unmittelbar mit Erinnerungen und Gefühlen verknüpft ist. Hier dann an Übersinnliches zu glauben, ist kein bloßes Wunschdenken, sondern sogar recht naheliegend. Nummer 2. Licht flackert, Geräte fallen kurzfristig aus. Dieses Phänomen wird mit der Präsenz von Geistern oder Seelen am häufigsten in Verbindung gebracht. Alles an uns Menschen ist Energie oder Materie. Sie verschwindet nicht einfach, weil wir in eine andere Ebene übergehen oder zwischen den Welten wandeln. Ein Energiefeld, das die Seele eines Verstorbenen ausformt, kann daher sogar aus rein physikalischer Sicht für ein Ungleichgewicht in der Stromversorgung eines jeden Haushalts sorgen. Das Flackern von Lampen und Straßenlaternen gehört hier ebenso dazu wie das Rauschen von Radio oder Fernseher oder der Ausfall von mehreren Geräten zur selben Zeit. Nummer 3. Du fühlst dich geliebt. Wer einen ihm nahestehenden Menschen verloren hat, vermisst seine Nähe und seinen Zuspruch am meisten. Einige Seelen können sich derart in der Welt der Lebenden manifestieren, dass diese ihre Präsenz körperlich spüren können. Jemand umarmt uns plötzlich, obwohl außer uns niemand im Raum ist. Oder wir spüren eine Hand auf unserer Schulter, die uns den Rücken stärkt und uns ganz ohne Worte alles wird gut suggeriert. In diese Kategorie von übersinnlichen Kontaktaufnahmen fällt auch eine Wolke an Emotionen, die uns plötzlich zu umhüllen scheint. Wir vermissen diesen Menschen dann nicht, sondern wissen intuitiv, dass er gerade ganz nahe bei uns ist. Viele Angehörige berichten außerdem, dass sie ihre lieben Verstorbenen jedes Mal mit sich am Tisch sitzen wähnen, wenn über sie gesprochen wird. Nummer 4. Ein einzigartiger Geruch erinnert dich. Gerüche und Düfte sind wie Musik. Im Bruchteil eines Augenblicks triggern sie unsere Erinnerungen und lösen eine regelrechte Welle an Emotionen in uns aus. Jeder Mensch verströmt einen charakteristischen Geruch. Frisch gewaschene Wäsche, Parfüm oder Rasierwasser sind die häufigsten. Aber auch der Duft von frisch gebackenem Brot oder Kuchen oder sogar von so etwas Profanem wie Motoröl oder Benzin kann uns im Nu die Gegenwart eines Menschen versinnbildlichen. Nimmst du solche Duftinvasionen immer wieder mal wahr, sind es vielleicht nicht nur Erinnerungen, die deine Aufmerksamkeit erregen wollen.
Auch Seelen aus dem Jenseits bedienen sich gern dieses Tricks, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Macht dich dieser Flashback traurig, dann denk nicht an deinen Verlust, sondern an die schöne gemeinsame Zeit. Vielen Menschen bleibt viel Leid und Kummer erspart, indem sie ihre letzte Reise antreten dürfen. Sich bei ihren Hinterbliebenen dann und wann in Erinnerung zu rufen, ist ihre Art, auch aus der Schattenwelt noch ein Auge auf sie zu haben. Nummer 5. Du triffst diesen Menschen in deinem Traum. Wenn es eine universelle Austauschplattform oder einen Tummelplatz für Unterbewusstes gibt, der diesen Namen auch verdient, dann ist es unsere Traumwelt. Dort trifft sich alles an Gedanken und Gefühlen, was wir tagsüber verdrängen oder gar unterdrücken mussten. Viele Seelen nutzen dieses Portal, um mit ihren Lieben in Kontakt zu treten. Es muss kein schlechtes Zeichen sein, wenn du im Traum einen deiner Ahnen oder eine andere Seele siehst, die den Styx bereits überschritten hat. Achte auf dein Gefühl am nächsten Morgen nach dem Aufwachen. Meistens wollen Verstorbene uns nur Mut machen und uns in dem bestärken, was unser Leben auf dieser Welt auszeichnet. Nur selten kommen sie mit einer Warnung im Gepäck. Doch dann sollten wir wachsam bleiben und uns vor allem neue Bekanntschaften sehr genau ansehen. Unser heutiges Fazit: Kein Grund zur Sorge. Wenn du Besuch aus dem Jenseits bekommst, ist das eigentlich eine gute Sache. Du wirst zuerst vielleicht irritiert sein, aber das kommt nur daher, weil wir Menschen gerne alle Daseinsformen und Aggregatzustände unserer Seele an ihren angestammten Plätzen wissen möchten. In unserer Logik gehören Verstorbene ins Jenseits oder bestenfalls in den Himmel, aber nicht zu uns nach Hause. Außerdem spukt in unseren Köpfen immer noch das falsche Bild eines bösen Haus- oder gar Poltergeistes umher, der uns terrorisieren und in den Wahnsinn treiben möchte. Wenn eine Seele ihre Hand nach dir ausstreckt, dann ergreife sie ruhig. Es wird nichts Schlimmes passieren, im Gegenteil. Das Universum möchte dir auf diese Weise mitteilen, dass der Tod niemals das Ende ist, solange wir die Menschen in liebevoller Erinnerung behalten. Wirklich tot ist nur, wer vergessen ist. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.